Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Roulette Gelbe Edition. Und wir haben vier Orden. Ich habe noch nicht Nindusprat gesehen, also weiß ich nicht, was er zu Aquana sagt. Aber Pikachu liebt Aquana, das reicht mir schon vollkommen. 33? Ja, das ist nicht weiter verwunderlich, jetzt wo er fliegen konnte. Er hat aber wie gesagt Knospen nicht entwickelt, der Sack. Ich glaube nicht, dass er schon hatte. Nee, Team Rocket hat er noch nicht. Das heißt, wir gehen halt direkt mal zu Team Rockets Geheimversteck. Oh. Nee, dann war er schon drinne, glaube ich. Schauen wir mal. Na, oder auch nicht. Wie kommst du hierher, Kleiner? Dann räuchern wir halt das Team Rocket Versteck aus. Ist mir auch recht. Team Rocket möchte kämpfen. Traumato! Level 21, Pillepalle. Jaske schafft das. Piss. Oh, ausgewichen. Sehr schön. Adieu, Traumato. Marcholo. Ja, wechseln wir einfach mal. Eigentlich völlig unnötig, dass ich wechsle, aber egal. Nidoking. Mannattacke. Komm, ist platt, oder? Warum? Ein Volltreffer. Ja, bleiben wir bei Hornattacke. Das war's schon. Ah, geschlagen. Okay, du hast nichts Wichtigeres zu sagen. Ja, Kämpfe. Du hast Mut, hier hereinzuplatzen. Team Rocket setzt radikal ein. Das sind ja die Wilden radikal stärker. Eisstrahl. Ja, Jaske bekommt sehr viele Erfahrungspunkte. Nochmal Eisstrahl. Bam. Adieu, radikal. Oh yeah. Level 31. Mist, versagt. Aber mir hat eh von denen niemand was Wichtiges zu sagen, deswegen ist mir erst egal. Oh wow, das war jetzt natürlich unglaublich wichtig, dass wir ein Fluchtseil finden. Essentiell war wichtig war das. Und hier unten geht's natürlich nirgendwo lang. Los, runter. Oh, ganz aus Versehen bin ich hier reingelaufen. Der Boss sagt, das Hilfscope macht Geister sichtbar. Kriegen wir das schon hier? Ich dachte, das kriegen wir in Saffronia City. Aber wenn wir es hier kriegen, auch nicht schlecht. Ein Zubat! Da werde ich ja keinen Eisstrahl drauf verschwenden. Das dürfte Biss schon richten. Ja, Gott sei Dank. Smogon. Smogon, Smogon, Smogon. Da wechsle ich mal aber lieber auf Psycho. Nicht, dass Smogon auf die Idee kommt, Josuke zu vergiften. Darauf habe ich nämlich gar keine Lust. Hornattacke! Bam! Und? Volltreffer. Es wäre schon ein bisschen bitter, wenn mein Josuke stärker wäre als Psycho. Team Rocket schlickt. Team Rocket schlickt so sehr. Hornattacke. Ja, es reicht zum Glück alles aus. Ich find's krass, dass Josuke mehr Leben hat als Psycho. Aber das zeigt mir, dass es wirklich umso mehr wert war. Radikal, ja komm nicht, krieg ich auch noch klein. Mit Doppelkick. Oh, verflucht. Das bisschen trotz Volltreffer. Wow.
Also da kann man glattweg sagen, wir haben gut trainiert. Endlich. Ich ergebe mich. Ach Mensch. Ach Mensch. Ich glaube, ich gehe zuerst mal runter. Überall diese Team Rockets, unmöglich. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Oh, ich bin so fabulous und famous, dass sie alle schon über mich Bescheid wissen. Oh, schon wieder ein Macholo. Naja, Biss war ja damals noch kein Unlicht, von daher kann ich es ja gegen Kampf einsetzen. Cool, weil Karateschlag macht sonst ja immer nur Volltreffer, nur nicht, wenn es gegen Josuke eingesetzt wird. Finde ich voll in Ordnung. Noch ein Macholo. Nee, nee, lass mal sein. Mal sehen, ob wir es schaffen, in diesem Part das Versteck auszuräuchern. Das wäre ja eigentlich ganz lässig, wäre das mal. Was, verloren? Ja, denn du bist ein Noob. Poke-Noob. TM10. Whatever, was ist TM10? Oh oh, unser Inventar ist schon wieder bedrohlich voll. Risikotackle, ne. Risikotackle bringe ich freiwillig keinem bei. Von Erika haben wir Gigasauger bekommen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt für Bisaknosp. Da muss ich aber schauen. Och, Menno. Ja, da mache ich doch erst oben die Warps. Oh, ich hasse diese dummen Stellen hier. Einfach Drufter. Okay. Die Bildfrequenz kackt mal vollkommen ab, aber was soll's. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Items einsammeln. Items! Pokéball Items! Was haben wir denn hier? Nugget, sehr schön. Finde ich jetzt noch mehr Sachen, die ich noch nicht habe, kann ich es echt vergessen mit meinem Inventar. Noch ein Mondstein. Ist ja tutti frutti. TM7. Wir werden zugeballert mit Items, sodass ich natürlich gleich nicht Hornbohrer. Erlernt Nidoking ja so nicht mehr nach der Entwicklung. Könnte ich also dementsprechend beibringen. Oder es überlasse ich Nindus, schließlich sein Pokémon. Da komme ich wieder zurück. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier runter. Und ich rolle das eher so gerne. Dann müssen wir jetzt einmal hier hin. Ich glaube, links ist noch ein Item. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach, scheiß drauf. Wir haben ja die Zeit. Aha. Tatsache. Hat sich schon rentiert. Ich finde es so cool, dass sich Pikachu auch so mitdreht. Aber ich muss den mal direkt nach so einem Wirbel ansprechen. Whip. Ja, schade. Ich dachte, da ist er dann total konfus. Supertrank ist allerdings schon ganz nett. Aber ich muss nochmal ganz außen rum. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Ganz au. Naja, immerhin ist das noch nicht eins von diesen komplizierten Schiebe-Wirbel-Platten-Dingens. Das geht alles noch. Und jetzt hätte ich bestimmt doch zuerst unten lang gehen müssen und ärgere mich gleich schwarz. So, was haben wir denn hier? Das ist ein Aufzug. Ach so, für den brauchen wir erst den Schlüssel, alles klar. Ah, nee, wir sind schon komplett richtig. Überall Team Rocket-Mitglieder. Und das sind Team Rocket-Versteck. Was hast du hier verloren? Das ist voll die üble Mafia-Gang. Ach, wie niedlich.
Team Rocket ist echt voll schwach, wenn man es so sieht. Also haben wir mit den normalen Trainern mehr Schwierigkeiten. Aber das ist schön. Das sind so halb geschenkte Erfahrungspunkte. Herr Stroll! Wenn das so weitergeht, hat Josuke gleich Level 32. Dann bleibt nicht mehr viel Auswahl außer Pikachu und Psycho. Und dann muss ich wohl Tanja doch zwangsweise auf Level 32 bringen. Aber da hätte ich auch gedacht, dass da Nindo ein bisschen mehr Interesse zeigt. Aber vielleicht weiß er auch gar nicht, dass sich das auf Level 32 entwickelt. Hat er vielleicht verpennt. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das kann nicht sein. Das kann sehr wohl sein, denn du bist schlecht. Genauso wie du. Alarm! Eindringlinge! Ja, mein Pikachu und ich, wir werden euch rösten. Da bekommt man doch das Gefühl, dass die aus irgendeiner Klonmaschine ausgestiegen sind. Die sehen alle gleich aus. Alle. Wie, du überlebst das. Sehr schön. Josuke erreicht Level 32. Schmoggon. Ja, wir wechseln. Psycho. Oder ich trainiere Pikachu halt auf Level 34. Zögern wir mal das Unvermeidliche etwas hinaus. Hey. Fehlt einfach die Hornattacke. Bei Smoggern muss ich auch vorsichtig sein. Ich weiß, die lernen ja auch Finale, aber ich weiß nicht, ob sie das schon auf Level 20 können in der ersten Generation. Beziehungsweise Pokémon Gelb. Aber Psycho dürfte es normal überleben. Der hat ja eine hervorragende Verteidigung. Und wenn die eh permanent nur Tackle einsetzen, brauche ich mich sowieso nicht drum kümmern. Ich konnte ihn nicht stoppen. Tja. Was haben wir denn hier? Ja, das dachte ich mir fast. Was werfen wir denn weg? Fluchtseile, alle. Brauchen wir eh nicht. Ja. So, haben wir noch irgendwas? Aufwecker. Ich hoffe, Nindo verzeiht es mir, aber Aufwecker setze ich sowieso nie ein. Ja, weg damit. Oh, Hypertrank. Nicht das beste Item momentan, aber geht schon. Ich hoffe, ich finde nicht mehr so viele andere Items, sonst muss ich anfangen, Paraheiler und so auch noch wegzuwerfen. Ach, warte mal, hier unten? Hier unten ging es nirgendwo hin. Sehr schön. Das hätte ich mir eigentlich auch merken können. Da war ein Item, was ich wahrscheinlich schon eingesammelt habe. Super. Mein Kurzzeitgedächtnis ist mal wieder vollkommen abgefuckt. Okay. Ja, genau richtig. Jetzt habe ich wenigstens, was ich noch entsorgen kann. Da muss ich wieder erstmal hier hoch. Da. So. Einmal wieder hier. Dann will ich nach unten. Das heißt, ich muss hier lang. Geht's immer noch gut, Pikachu? Ja, sehr schön. Komm, kämpf mit mir. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten. Da fehlt eigentlich noch ein heraus. Aber das lassen wir jetzt einmal einfach aus Acht. Ach, die immer mit ihren Radbrats. Können die nicht alle wenigstens schon weiterentwickelte haben? Da geht das Training schneller. Doppelkick.
zermatscht das Radfratz. Los! Tada! Radikal, sehr schön. Wieder ein paar Erfahrungspunkte mehr. Bam, bam. Ja. Level 32. Traumato. Hornattacke. Nee, obwohl, so schwach ist Psycho nicht, dass der jetzt durch Konfusion platt gehen würde. Es sei denn, er schläft ein und kann sich nicht mehr bewegen und kriegt mehr als nur einen ab. Ja, gut. Aussetzer kann er jetzt auch öfter einsetzen. Oder Pfund, das ist mir ja so egal. Psycho, wach auf. Siehste, selbst Traumato setzt Pfund ein, damit du aufwachst. Hau nochmal zu. So ist gut, Traumato. Los, wach auf. Ja. Nur damit er gleich eine Konfusion vorgeklatscht bekommt. Bam. Sehr schön. Das ist sehr schön. Uff, ich bin am Boden. So, dann ist jetzt schon Pikachu dran und wir haben eigentlich noch das halbe Lager vor uns. Das ist sehr schön. Da. Ich werde den Liftöffner niemals geben. Oh doch, das wirst du. Oh mein Gott, ein Smogon. Shocking, shocking, Angst. Du bist tot. Sag ich doch. Komm, level up. Ja! Und wir haben doch nicht mehr so viel vor uns, wenn der jetzt schon einen Liftöffner hat. Bye bye, Zubat. Oh nein! Blub! Du kannst keine weiteren Items tragen. Ich hasse dich, Spiel. Aber Paraheiler brauchen wir zu oft. Was? Dann erstmal das Sonderbonbon loswerden. Müll. Willst du Sonderbonbon wegwerfen? Ja. Verkaufen müssen wir eigentlich eh nichts. Wisst ihr was? Von daher begehe ich einen Frevel. Ich werfe das Nugget weg. Ciao, ciao, Nugget. Ja. Achso, einsammeln solltest du vielleicht trotzdem. Liftöffner. Was haben wir hier unten? Nochmal eine TM? Ich und meine große Klappe. Was haben wir jetzt gefunden? Klingensturm. Ja, ganz nett. Komm, Pikachu, wir müssen noch das restliche Lager hier räuchern. Ja, wollt ihr mich jetzt verarschen? Das heißt, wir werfen... Was ist schlimmer, Gegengift oder Paralyse? Egal, Gegengift können wir auch nachkaufen. Ja. Gegengift weggeworfen. Was haben wir da? Ja, KP Plus. So, jetzt haben wir einen Liftöffner. Das heißt, wir können in den Aufzug. Warte mal, KP Plus? Sorry, Nindo. Ich benutze es einfach mal für mein lebensschwaches Pikachu. Oh, wie viel hat's jetzt? Wow, 1 KP. Es lohnt sich absolut nicht, sowas aufzuheben. 1 KP, ich werd nicht mehr. Nee, bin ich jetzt überhaupt richtig? Scheiße, da ist doch die Tür zu. Och, ich bin so ein Depp. Schneller, 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 schneller. Och nee, jetzt muss ich ja hier wieder durch. Dreht euch schneller, verflucht nochmal. Dreht euch!
Gerät, euch! Da. Oh je. Das muss gerade ätzend langweilig sein, dazu zu sehen, wie ich mich im Kreis drehe. Hurra. Jetzt haben wir es ja geschafft. Jetzt können wir Lüftöffner benutzen und endlich dieses Level beenden, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ha, UG1. Wir sind ziemlich weit nach oben gefahren. Oh mein Gott! Was hast du hier verloren? Meine Schlüssel! Ich finde nicht mehr heim! Wo ist meine Mama? Das ist nicht meine Mama! Das ist deine Mutter! Oh Gott, das war schlecht. Bye bye, Slimer! Ach ja, ich mag Raphael. Gut, Smogon kriegen wir auch noch irgendwie klein. Wieso sind die jetzt eigentlich so viel stärker? Vorher waren die bei zwei Pokémon ja bei, glaube ich, Level 20 oder so. Jetzt haben sie plötzlich Level 22. Eine Verschwörung? Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, aber du hast mir die Tür geöffnet. Das finde ich sehr schön. So, wo war ich denn jetzt? UG2? Hä? Ach so, ja, also UG2 müsste ich gewesen sein, oder? Ja. Ich muss gleich zum Ende kommen, ich muss schnell UG4 fertig machen. Alter, wie lange das braucht. Für ein Stockwerk. Kein Schritt weiter. Was? Wer ist denn das? Ach so, oh. Du hast unser Mondberg ganz schön gedemütigt. Aber Rache ist süß, du Rotznase. Oh mein Gott! Was? Die trifft man jetzt erst wieder nach so ewig langer Zeit? Nach dem Mondberg? Ernsthaft? Los, Pikachu! Wir machen es wie in der Serie. Sie werden kein einziges anderes Pokémon einsetzen. Nur Pikachu wird sie fertig machen. Ja, dass Smogon nur Tackle scheinbar kann, wird das auch gar kein Problem sein. Tschüss, Smogon. Level 32. Doch, noch nicht. Mauzi. Nein, ich brauche mein Pokémon nicht wechseln, denn Mauzi wird auch gerüstet. Donnerblitz. Oh yeah. Komm und rettern. Auch noch mit einem Schlag. Mach einen Volltreffer draus. Ich mag Raphael wirklich. Er hört so schön auf mich. So ein Hohlkopf! Wieso beleidigen die mich, obwohl die verloren haben? Team Rocket, schnell wie das Licht! Pikachu, was war das? Ja, ich bin verliebt! Ja! Okay, Pikachu. Ach so, da ist... Oh, ich will aber zuerst hier unten links hin. Da ist bestimmt was! Ich weiß es ganz genau! Ja, ein Item, was ich nicht aufnehmen kann. Eisen. Toll. Komm, dich mache ich noch platt, damit nicht den Part. Geht bestimmt schnell. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, Wicht. Oh mein Gott. Ein großer, böser Mann, der mir Böses will. Ja, toll. Was setzt er als erstes ein? Verkacktes Onix, wo Raphael nichts ausrichten kann. Oder wie viel zieht Slam ab? Ja, nee. Scheint nicht gut zu sein. Okay. Dann wird Tanja jetzt wahrscheinlich Level 32 erlangen und sich entwickeln. Da-di-da-di-da. Rasierblatt. Bye, Onix. Niemand überlebt Rasierblatt.
Volltreffer. Die Attacke ist sehr effektiv. Hey, Raphael hat Level 32. Sehr schön. Rihorn. Brauche ich gar nicht erst groß wechseln. Alter, aber wir sind echt mal gut trainiert. Das tut echt gut, gut trainiert zu sein. Ich freue mich schon auf den nächsten Orden. Ist nur die Frage, welchen wir machen. Da setze ich mal einfach Todesmutig Psycho ein. Wow, das ist sein stärkstes. Das Nobilikat. Ich weiß, es war in der Serie scheinbar sein Lieblings-Pokémon, aber ernsthaft? Der ist ein Stein-Pokémon-Trainer. Ja, weil wir können nämlich entweder den Psycho-Orden machen oder den Gift-Orden oder wie der auch nochmal heißt. Der Psycho-Orden hätte ich nicht unbedingt so Lust drauf, weil ich glaube, der wird schwer. Aber es wäre schon geschickt, wenn wir, glaube ich, als nächstes Safronia City machen. Nein, ich habe dich kläglich... Ich habe kläglich versagt. Nicht, du hast mich kläglich versagt. Ach, egal. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Du kannst keine weiteren Items tragen. Leckt sie mich am Popokatabedel. Paraheiler, Müll. Ja. Ah, ich könnte auch die Karte mal aus Jux wegwerfen. Oh, oh, oh. Silphscope, dann könnte Ninduja theoretisch den Lavandia-Turm im nächsten Part zu Ende machen. Statt nach Safronia City zu gehen. Ich hoffe, der Part hatte jetzt nicht wieder zu viel Überlänge. Aber wenigstens haben wir das Rocket-Lager komplett ausgeräuchert. Jetzt muss ich nur schnell zum Pokémon-Center, werde da ein paar Items ablegen und dann machen wir auch schon Schluss für heute. Da-di-da-di-da. Team Rocket ist aber noch nicht aus der Stadt weg. Ich glaube, dazu müssen wir sie erst in Safronia City noch platt machen. Hey, dann hat er aber nur Schwein gehabt. Dann darf er ja trotzdem noch Dingens entwickeln. Nein, ich will eigentlich gar nicht auf Bills PC zugreifen. Vielen Dank. Ich will auf meinen PC zugreifen. Ablegen. Top-Ether werden wir erstmal lange nicht brauchen. Mondstein. Lüftöffner brauchen wir soweit auch nicht mehr. Und das Eisen lege ich ab. Die TMs lasse ich mal drin, falls Nindo da doch noch was jemanden beibringen will. Jo, dann würde ich sagen, lassen wir die Schwester Joy nochmal unsere Pokémon begrabbeln. Und dann verabschiede ich mich schon mal wieder für den Part. Die nächsten seht ihr wie immer bei Nindo. Den verlinke ich ja immer regelmäßig in der Playlist. Also könnt ihr da auch einfach die Playlist starten. Und wir sehen uns ganz einfach wieder im übernächsten Part. Bis dahin, ciao.